Bunny Starry. Hey Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bunny Starry. Heute habe ich schnelle und einfache DIY-Snacks für eure Kaninchen und ich würde sagen, wir legen auch direkt los und ganz viel Spaß beim Anschauen. Als erstes DIY machen wir ein Heubündel mit Snacks und zwar braucht ihr dafür etwas größere Leckerlis, zum Beispiel Erbsenflocken, aber ihr könnt auch Obstchips oder so nehmen. Dann braucht ihr noch Sisal oder Paketband, das bekommt ihr in jedem Baumarkt oder Supermarkt. Dann habe ich auch noch ein paar selbstgetrocknete Kräuter genutzt, die braucht ihr aber nicht unbedingt. Und dann braucht ihr noch ein Bündel Heu und eine Schere. Beim ersten Schritt müsst ihr euer Heu zu einem Bündel zusammennehmen und ich habe das dann noch mit einer Schere etwas zurechtgeschnitten, das müsst ihr allerdings nicht unbedingt machen. Und dann habe ich das Heu schon mal mit einer Schnur zusammengebunden, damit es einfach ein bisschen besser hält. Und anschließend habe ich dann die selbstgetrockneten Kräuter noch mit dazu genommen. Da könnt ihr mehr nehmen oder auch weniger oder gar keine. Das ist einfach nur nochmal so für den Geruch und dass einfach noch ein paar mehr Kräuter drin sind als nur das Heu. Und dann könnt ihr auch schon die Leckerlis nehmen und die in dem Heu quasi so ein bisschen verstecken. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber ihr seht ja, was ich mache. Und dann benötigt ihr auch schon eure Schnur, denn dann habe ich dieses Heubündel komplett mit Schnur umwickelt. Ihr könnt es mehr mit Schnur umwickeln, ihr könnt es aber auch weniger mit Schnur umwickeln. Ich habe hier auch am Anfang noch einen Knoten gemacht, dass es einfach ein bisschen besser hält und nicht wegrutscht. Und so sah dann mein Endergebnis aus. Wie gesagt, ihr könnt entweder mehr oder weniger Schnur nehmen und dann am Ende einfach noch einen Doppelknoten machen. Und jetzt könnt ihr nochmal ein paar Leckerlis zwischen der Schnur verstecken oder auch nochmal zwischen dem Heu, denn jetzt hält das Ganze etwas besser zusammen und dann ist das DIY auch schon fertig. Das DIY kam bei meinen Kleinen total gut an, denn sie mussten sich natürlich anstrengen, um an die Leckerlis zu kommen und die Kleinen haben das richtig rumgeworfen, weil sie unbedingt die Leckerlis haben wollen. Also ich kann es euch echt empfehlen, einfach mal nachzumachen, vor allem weil es einfach super schnell geht. Und man kann es natürlich auch immer wieder nachfüllen und neu befüllen. Im nächsten DIY machen wir Knabberästchen selbst und dafür benötigt ihr eine Schüssel und das, was eure Kaninchen am liebsten fressen. Ich habe mich jetzt für Sorten, Kräuter und Leckerlis entschieden. Dann eine reife Banane, eine Gabel und so kleine Ästchen, die könnt ihr einfach von einem Baum herunterschneiden. Im ersten Schritt müsst ihr eine Banane am besten mit einer Gabel zu einem Brei zerquetschen. So lange, bis es ungefähr so eine Konsistenz hat. Dann könnt ihr erstmal die Banane auf die Seite stellen und dann kümmern wir uns sozusagen um den Mantel der Knabberästchen und der kann bei euch jetzt auch total variieren. Wie gesagt, ich habe mich für ein paar Haferflocken entschieden, ein paar Kräuter und Sorten, aber ihr könnt auch was ganz was anderes nehmen. Da könnt ihr richtig kreativ werden. Und als erstes müsst ihr dann das Ästchen mit etwas Bananenbrei einstreichen und dann könnt ihr sie auch schon in euren
Mantel einmanteln. Aber ihr seht ja, wie ich das hier mache und dann entsteht quasi so ein Knabberästchen. Und dann ist auch schon das zweite DIY fertig. Ganz einfach und schnell und es kam auch wieder total gut bei den Kaninchen an. Wie gesagt, wenn ihr einfach Dinge an das Ästchen macht, was die Kaninchen gerne mögen, dann werden sie die auch definitiv fressen. Und als letztes DIY machen wir eine Knabberrolle selbst. Dafür benötigt ihr wieder Leckerlis, die eure Kaninchen sehr gerne fressen, wieder eine Banane, eine Gabel, eine Schüssel und eine Klopapierrolle, die am besten unbedruckt ist, also keine Schrift drauf hat, damit die Kaninchen sie auch anfressen können. Im ersten Schritt müsst ihr auch wieder die Banane wie im zweiten DIY zu einem Brei zerquetschen und sie dann auf die Klopapierrolle auftragen. Ihr dürft da ruhig auch noch ein bisschen mehr Banane auf die Klopapierrolle geben, weil diese ja auch noch einiges aufsaugt. Und je mehr Banane an der Klopapierrolle ist, desto besser hält auch der Mantel. Und anschließend macht ihr dasselbe wie bei den Knabberästchen, dass ihr die Klopapierrolle einfach in eurer Mischung, die ihr euch selber beliebig zusammengemischt habt, einfach ein bisschen wälzt und draufstreut, wie ihr es hier sehen könnt. Wenn ihr damit fertig seid, einfach nur ein bisschen abklopfen, damit der Rest, der nicht hängen bleibt, einfach abfällt. Und dann habe ich das Ganze noch in die Sonne gestellt zum Trocknen. Das müsst ihr allerdings nicht machen, allerdings wollte ich sie halt ein bisschen länger noch aufbewahren. Die Klopapierrolle ist halt einfach etwas größer als die Knabberästchen und eignen sich auch wirklich super gut für zwischendurch oder einfach mal so als Trockenkräuterersatz. Und das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr etwas nachmacht, dann schickt mir unbedingt ein Bild auf Instagram davon oder verlinkt mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!